Mick Schumacher scheint die Gefahr zu lieben, wie Bilder beweisen. Doch was sagen wohl seine Eltern zu seiner neuen Leidenschaft? Das dürfte Corinna Schumacher, 50, kaum gefallen. Sohn Mick, 20, rast nämlich nicht nur regelmäßig über Formel 2 Rennstrecken, sondern scheint sich jetzt auch noch für andere riskante Sportarten zu interessieren und sie springen mit Fallschirmen aus über 4000 Metern, legen atemberaubende Gruppenformationen hin und dokumentieren die gefährlichen Stunts für ihre Follower. Und mit Gefällt's. Er folgt Extremsportlern wie Nasser Al-Nayer, die fleißig auf Instagram, scheint den Kit zu genießen. Ist er etwa ein Adrenalin-Junkie, dem es nicht mehr reicht, beruflich mit mehreren 100 Stundenkilometern über die Rennstrecken zu preschen? Und wie kommt seine Mutter mit dieser neuen Leidenschaft klar? Immerhin muss Corinna schon oft genug um Mick bangen, wenn der im Rennwagen sitzt. Seit ihr Sohn Mick in der Nachwuchsakademie von Ferrari aufgenommen wurde, sitzt er in noch schnelleren Autos. Man kann nur erahnen, welche Ängste eine Mutter in so einer Situation täglich um ihren Sohn ausstehen muss. Immerhin wollen Eltern nur das Beste für ihre Kinder. Und sie weiß ganz genau, wie sich eine brenzlige Situation am Ring anfühlt, immerhin blieb auch ihr Michael im Laufe seiner Karriere nicht unfallfrei. Da möchte sie sich doch bestimmt nicht noch besorgt fragen müssen, ob ihr Sohn mit sich womöglich demnächst aus luftigen 4 Kilometern in die Tiefe stürzt, und auch die Sorge um Tochter Gina Maries ist groß. Im Video erfahrt ihr mehr.